Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie recht herzlich zum Sprüchli-Abend 2015, aufgezeichnet im Hotel Möhren, Zwillisal. Verschiedene Gruppen haben quasi Teppich gelüpft und das darunter vorgeholt, was die einen oder anderen still und heimlich darunter gewischt haben. Der Staub hat tüchtig gewirbelt, die Gruppen haben fleissig gedichtet und zwirbelt. Lassen Sie sich überraschen, was da alles wieder der Weg ans Tageslicht gefunden hat. Achtung, es geht gerade los. Vorab aber noch ein herzliches Dankeschön an folgende Firmen, die mit ihrem Engagement ersten Bericht ermöglicht haben. Du musst halt einfach noch ein bisschen warten, bis das Ich sage die nächste Gruppe, und zwar sind das Hoya Kogonga Cigarro Casillo, Familie Kim. Guten Abend miteinander. Mein Name ist Kim Jong-un, Oberkommandierender der koreanischen Volksarmee und oberster Führer der Volksrepublik Korea. Meine Hobbys sind Kriegerlis, Essen und seit neuestem Handörgeln. Und jetzt du, Frau Ali. Ich bin Kim Jong-un, seine Frau. Meistens sieht man mich neben ihm sanft lächeln. Aber daheim, da hat er seine Fäden hier hängen. Mein Lieblingsessen ist alles, was aus dem Backofen kommt. Meine Stärke. Sie kennt umgegangen jedes Gerücht, das in der Hauptstadt Pyongyang kursiert. Und meine Aufgabe? Sie ist zwar bereits schon pensioniert, aber nebenamtlich noch in der Volkskommission für Parkplatzbelange. Mein Name? Sol Yu, das ist nordkoreanisch und heisst übersetzt Frau Schwägler. Ja, da muss man immer etwas Neues ausprobieren. Und jetzt haben wir gehört,
dass da im Luzerner Hinterland eine Spezies soll leben, die besonders robust und zäh sein soll. Wir haben von einem Mann in der Zeitung gelesen. Aber wir meinen umgegangen nicht den, der seit 37 Jahren bei der gleichen Guckenmusik ist. Aber der ist ja in diesem Böttelbericht auch ganz toll rausgekommen. Eben! Die robuste Person, die wir suchen, ist auch schon im Radio. Ja, sogar im Meteo gesehen. Der Herr wäre ein ganz ein interessantes Forschungsobjekt, um zu schauen, wie viel ein Mensch echt mag aushalten. Ja, schliesslich hat der Mann im vergangenen Jahr ja sage und schreibe 235 Mal den Napf bestiegen. Der hat also entweder leicht vergessen, dass er ja am Vortag schon da war. Oder aber der hat wirklich einen unheimlichen Durchhaltewillen. Es nehmt jetzt uns eben Wunder, wo dass wir diesen Mann finden könnten. Ja, mein Geheimdienst hat schon die Suche ein bisschen eingrenzen können. Und zwar müsse dieser Mann in Sergiswil daheim sein. Hey, ja. Sonst wäre der ja nicht immer wieder nur bis auf den Wapp, bis auf den Napf und wieder zurück. Ja, und sowieso nur die Hergiswil hat das Gefühl, hinter dem Napf höre ich die Welt auf. Wo wir aber im Kräuterdorf ein bisschen umgefragt haben, wer der interessantere Wanderer sei und was denn echt dem seine Motivation gewesen sei, haben die Leute noch immer gemeint, dem ist nicht mehr zu helfen stehen. Auf jeden Fall dafür haben wir in diesem Hergiswil etwas anderes herausgefunden. Und zwar haben ja die der beste Frischkäse vor der Schweiz. Und wie ihr sicher wisst, tue ich seit meiner Schulzeit in Bern oben fürs Leben gerne Käse essen. Und darum wollen wir uns die Käseproduktion etwas besser anschauen. Wir sind aber auch offen, um andere typische Schweizer Brüche zu lernen. Ja, genau, wenn mir die Fasnacht, die ihr hier veranstaltet, gefallen tut, dann würde ich das immer gerne in Nordkorea auch einführen. Wir werden die Zunft anfragen, ob wir den Zunftmeister Limacher dürften nach Abschluss von der Fasnacht auslehnen. So könnten wir das nötige Narrenknäuel importieren. Genau. Eine Investition haben wir bereits ins Auge gefasst. Und zwar möchten wir eine lokale Kulturinstitution finanziell ein bisschen unterstützen. Ja, was denkt denn ihr, wer sonst sollte die 35'000 Franken aufbringen für die Erweiterung vom Sepps im Flaschenmuseum? Und wisst ihr, ganz neu ist ja die Flaschenbranche für mich nicht, weil ich habe ja in Nordkorea daheim auch eine Art Flaschenverein. Ja, genau! Die Leute in unseren Straflager, die arbeiten schliesslich auch ganz freiwillig. Als ich von meinem geliebten Führer gehört habe, dass wir ein bisschen reisen gehen, habe ich mich natürlich gerade schlau gemacht, wo man sich als Trendtourist in dem Hinterland dann so einquartieren. Wir haben uns dann umgeschaut nach so einem Trendfeuerwehrmagazin. Das Zwillisau ist allerdings schon besetzt. Ja,
etwa umgängig der Fusionsabklärungen mit der Feuerwehr Gätnau. Sag nicht, die hegen dort in dem Feuerwehrmagazin unten potenzielle Fusionsgegner eingesperrt, bis der Zusammenschluss unter Dach und Fach ist. Nicht, dass es etwa noch so rauskommt wie auf Hausen oben. Nein, nein! Die brauchen das Willisauer Feuerwehrmagazin jetzt doch für die Asylsuchenden. Wenn das noch nicht Feuer im Dach gibt. Ganz im Gegenteil. Feuerwehr Willisau begrüsse ich den Entscheid. Das Feuerwehrchörli hat für den Stadtrat sogar ein Lied komponiert. Und das geht etwa so. Wir danken im Stadtrat von Herzen und freuen uns auf die Asylanten. Für die Übungen haben die Kommandanten in Zukunft 60 neue Figuranten. Andere scheint der Entscheid etwas ausgelöst zu haben. Wir bedenken, dass nicht ungefähr der Zivilschutz für die Bewachung dieser neuen Unterkunft zuständig ist. Bei der ZSO-Napf gibt es zwei Wechsel. Der Wiesler Jörg hat es scheint erkannt. Muss ihm Rekrut den Marsch blosen. Der passt das Althorn nimmt zum Kommandant. Und der Werdo ja noch der Blinz Werner. Noch 150 Jahre hat er genug. Das Asylzentrum könnte ja bedeuten, dass er jetzt plötzlich zu viel hätte zu tun. Item. Ich habe dann mal ein Zimmer bestellt in dem neuen Bed and Breakfast Hotel Peter und Paul. Peter und Paul? Ja, vermietet der Pfarr Martin seit neuestem Zimmer im Pfarrhaus? Nein, nein, das hat gar nichts mit der Kirche zu tun. Ich meine das neue Hotel unten beim Sportrock. Ja, die Geschäftsführerin hat gesagt, sie machen zwar erst im Mai auf, aber wir zwei könnten schon jetzt einziehen. Sie möchten ihr Komplettpaket einmal an richtigen Gästen austesten. Inbegriffen in diesem Komplettpaket sind lauter nützliche Angebote. Zum Beispiel zwei Rutschbahnfahrten im Kinderfreizeitpark nebendran beim Bobby. Oder ein Essensbon für ein Bärli Wienerli mit Brot und Senf im neuen Restaurant vom Freiwiesu. Ebenfalls inbegriffen ist ein 50% Rabattgutschein auf die Immobilie vom alten Sportrock. Oder wir hätten noch ein 2 für 1 Gutschein im Pam, Pam oder PicPay, oder wie heisst das auch schon wieder? Der 2 für 1 Gutschein in diesem Pam ist allerdings ein ganzes Hingerfützungskäbel-Lockvogel-Angebot. Weil in diesem Pam hat es ja umgegangen von jedem Produkt noch ein Stück an.
An dieser Stelle bedanken wir uns noch recht herzlich beim Adrian Steger von der Instrumentensammlung Willisau. Er war es, der uns heute für den heutigen Abend eines von seinen antiksten Instrumenten zur Verfügung gestellt hat. Er hat gesagt, wir müssen ihm dann die Hangorgel gar nicht mehr zurückbringen, sondern können die direkt in der Stadtmüllionen deponieren. Das sei ein guter Anfang für die beiden neuen Besitzer der Stadtmülle. So werde ich sichergestellt, dass der Wirtschaftsförderer Kulturnetz festlegt für Seewasser. Item, Fraueli, jetzt nochmal zum Freiwiesu. Als Bauer durchlebst schwierige Zeiten. Als FCW-Fan könntest das doch. Bist noch Dortmund-Anhänger, könntest sagen. Wir stecken heuer im Ankerloch. Der Freiwiesu tut expandieren, führt jetzt neben den Hühnermast ein Beiz und wir hoffen, er werde dort nicht selber seine best Gast. Ein Restaurant mit Selbstbedienung hat's im Bahnhöfli zuerst sollen geben. Das könne er, wenn bis Freis die Fetzen fliegen. Müsse er's morgen ja auch selber nehmen. Sein Gastro Berater hat ihm gesagt, schau, dass du kein Scheisse Dreck baust. Der Umgang mit Gästen kannst nicht lehren. Probier's einfach auf eigene Faust. Im Leuen haben sie zeitweise nicht mehr gekocht. Der Küchenchef blieb daheim. Sonst lande ich am Ende auf dem Teller. Noch im Bärtisigallenstein. Wissen Sie, meine Damen und Herren, eigentlich haben wir ja zu unserer Gesangsvorstellung hier noch ein paar Karikaturen präsentieren. Aber wir haben gehört, dass die hier im Westen manchmal nicht so gut ankommen. Die Pressefreiheit wird im Westen mit den Füßen treten. Das wäre in Umgang zu Nordkorea nicht vorstellbar. Beto hat ja jetzt auch schon ein bisschen Angst bekommen, weil er manchmal ein bisschen rechtslastig war und hat darum klammheimlich seine Adresse gewechselt. Ja, was erhofft sich denn der WB von so einem Postadresswechsel? Wir hoffen jetzt, dass sich die zukünftigen Einsendungen in Schaller und Rauch auflösen.
Ich habe gehört, dass der Schauer Seppi seine Leserbriefentwürfe gar nicht per Post schickt, sondern direkt höchstpersönlich im Gallis Büro bringt. Ja, nur so kann ich gerne sicherstellen, dass seine Leserbriefe zu 100% grammatikalisch korrekt abgedruckt werden. Allerdings ist ja in letzter Zeit der Weg zum Bötu auch für den Seppi etwas gefährlich geworden. Um vom Bahnhof zum Bötu zu kommen, muss man ja schliesslich an den Massplan vorbeifahren. Das ist umgegangen ein ganz neuralgischer Punkt für Verkehrsunfall. Ja, dort musst du mit dem Auto ganz besonders aufpassen. Wenn du von Hergiswil hinten fahren kommst und den Massplan nicht richtig brechst, landest du halt direkt im Friedhof immer. Aber es ist ja umgegangen treffend, dass der Unfall letztes Jahr bei Massplan passiert ist. Ja, stimmt. Der am Steuer hat zuerst kein Mass und dann keinen Plan gehabt. Aber wie ein nordkoreanisches Sprichwort so schön sagt, trinken Hui, fahren Pfui. Pfui. Das heißt übersetzt. Das kann man nicht übersetzen. Auf der Post, auf der neuen Post, hat es ja jetzt umgegangen so ein modernes System, wo der Kunde ein Zettel ziehen kann und dann sieht, wenn er dran ist. Um ihren schnellen Kundendienst unter Beweis zu stellen, hat die Willisauer Post einen Preis ausgeschrieben. Und zwar der, der es harte Schaffe, so ein Postzettel zu ziehen, denn im Pöstli das Boniga zu posten und gang noch nicht an Reihe sind, dann kommen im Umgang ein Briefmarkenannetzer rüber. Wir zwei haben das gerade einmal ausprobiert. Zu unserer Überraschung haben wir das auch als Auswärtige problemlos geschafft. Sind aber sage und schreibe immer noch nicht an der Reihe gewesen. Und wo wir dann schliesslich einmal an der Reihe gewesen sind, haben wir den Mann am Schalter gefragt, ja wo, dass wir jetzt unser Postgeschenk abholen können. Und da hat der Mann nur so gefragt, Post? Ihr seid da bei der BLS? Item, du Fraueli, weißt du übrigens, an was man den Gesundheitszustand vom Kleingewerbe Zwillisau ablesen kann? Ja, denk! An der Anzahl Drogerien! Korrekt! Und jetzt singen wir gerade noch von einem besonders innovativen Grossgewerbler. Zum Umsatz ankurbeln haben zwei Bus. Als Bäcker eine gute Idee. Eine Torte schneiden kostet extra. Lass sie ganz, ja, dann längst grad für zwei. Das Oktoberfest in der Festhalle hat gefloppt,
denn die Begeisterung ist klein. Absagen ist nimm drinnen gelegen. Weil die Schlagerbands zu teuer sägig sind. Die auswärtige Eventfirma hat nicht gewusst, dass wir Zwiebeln so fürs Zaufen nicht zahlt, denn das kannst du ja kurz drauf haben. An der Weiga dann auch. Ich als Diktator bin ja ein grosser Fan von dem Fernsehsender, den ihr hier habt, dem Telenapf. Der Sender hat ganz viele Ähnlichkeiten mit meinem Nordkorea. Ja, genau. Der Führer ist alleiniger Herrscher auf Lebzeiten. Weiter dringend auch da nur Informationen nach aussen, die im Führer gefallen. Vom letztjährigen Sprüchli oben hat man ja grosszügig zensiert und nicht einmal alle Gruppen gezeigt. Ja, und weiter wird ja der Führer vom ganzen Volk bewundert. Also kurz zusammengefasst, das Volk verhungert, aber Atomraketen braucht es. Koste es, was es wolle. Ja, ihr habt wahrscheinlich auch schon gehört, dass ich die Hauptfigur von dem neuen Hollywood-Film «The Interview» bin. Das hat mir umgegangen gar nicht passen. Ich habe diesen Kinos mal ein bisschen Feuer unter den Arsch gemacht. Ein Lob geht in diesem Zusammenhang an Passerbeat vom Mohrenkino. Ja, er hat sich gerade selber bei mir gemeldet und gesagt, ich müsse gar keine Angst haben. Er zeige zwar die Filme in seinem Kino schon, aber das heisst ja noch lange nicht, dass auch jemand schauen kann. Apropos Zensur, habt ihr schon von dieser Willisauer Pornodarstellerin gehört? Crazy Angie heisst sie. Du! Ich glaube, diesen Zünfler da vorne wird es gerade ein bisschen peinlich. Die laufen ganz rot an. Ja, das muss denen umgehen gar nicht peinlich sein, weil sie ja nicht die Einzigen. Die Crazy Angie, die hat im Internet nach Darsteller gesucht. Der Andrang war riesig. Sie suchen offenbar immer noch zwei Produktionsassistentinnen. Eine, die die Spitzbuben und Mädchenbein ins rechte Licht rücken könnte. Und noch eine, die mit dem nackten Fleisch ein bisschen umtricksen könnte. So, liebe Kim, jetzt müssen wir doch aber langsam weitergehen. Sonst kommen wir zu spät zu unserem Käse-Seminar beim Kunz Isidor. Beim Kunz Isidor? Ich habe gemeint, wir hätten das Käse-Seminar beim Oberstkäsführer Ogier. Nein, der Ogier ist zu beschäftigt im Moment. Der hat im Stadtrat darum jetzt eine neue Vollzeitstelle müssen übernehmen. Was für eine zusätzliche Vollzeitstelle hat denn der Ogier übernommen? Die Stadtpräsidentin hat den Stadtrat vor dem Mehraufwand gewarnt. Wir können ihrem Mann den Kulturpreis schon überreichen. Aber dann
Wir müssen jemand anderem mit dem Städtli auf- und abstolzieren. Apropos stolzieren, auch wir stolzieren jetzt hört die Umgang noch etwas weiter. Hilbe hinein, du, ade miteinander. Ade, merci.